Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mini Ninjas. Ich bin's wieder, Lut986, und ich versuche jetzt jedes Mal seinen Wow-Effekt am Anfang zu machen, wie das Angeln, wie eben gerade so ein bisschen versteckt sein oder ähnliches. Mini Ninjas. Ich hoffe, ich hab's diesmal richtig ausgesprochen. Ich dachte schon, du kommst nicht. Ja, tut mir leid, ich habe mir 2 Folgen Zeit gelassen. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ich habe hier eine Schriftrolle für dich, die ich viele Jahre lang sicher verwahrt habe. Sie birgt ein Geheimnis voller magischer Energie, einen Kuji-Zauber. In seiner unendlichen Weisheit hat der Ninja-Meister beschlossen, dass du, Hiro, der erste Ninja seit Menschengedenken sein sollst, der in den Kuji-Künsten unterwiesen wird. Als der Ninja-Meister vor langer Zeit beschloss, das Wissen um die Kuji-Magie in alle Winde zu zerstreuen, verbarg er die magischen Schriftrollen in uralten Schreinen in der Wildnis. Der Zauber, den du eben gelernt hast, wird dir helfen, diese Schreine zu finden. Versuch es. Einer der Schreine ist ganz in der Nähe. Neuer Zauber gefunden. Schreinsuche. Beschwöre einige Waldgeister, die schnurstracks zum nächstgelegenen verborgenen Kuji-Schrein fliegen. Ja, auslösbar durch, wie, nochmal, ich hab nämlich eben gerade, F. Ja, genau, so sieht's aus. Und da sind die kleinen süßen Schweißgeister. Aber wir haben, Pfefferbomben. Und Ginseewurzel. Und was haben wir hier noch drin? Hier ist nämlich noch ein Gefäß. Ich hoffe, altehrwürdiger Meister, du bist mir nicht böse darüber, dass ich einfach mal hier deine Sachen kaputt mache. Aber scheint dich ja eh nicht weiter zu stören. So, ihr seid doch hier hingeflogen, oder? Nein, ihr fliegt in die andere Richtung. Ich gehe trotzdem hier lang. Ich will wissen, was hier noch ist. Außer... Ha! Eine weitere Jitsu-Statue. Statue. Und blaues Blütenblatt und Ginseewurzel. Mein Gott, ey, da können wir ja später mal richtig, eine richtig dicke, Sushi-Party machen mit jede Menge Gewürzen mit dabei. So. Hast du vielleicht noch was zu sagen? Hiro, finde den Schrein und entfessle seine Magie. Wirke den Schreinsuche-Zauber, den ich dir gab, um ihn zu finden. Okay, also er wiederholt einfach nochmal seine Quest. Im wahrsten Sinne des Wortes. Tempel für klingende Münzen verkaufen wir fast alles. Ja, nee, ist klar. Ach, ich finde das so klasse. Das erinnert mich jedes Mal an Naruto. In welche Richtung fliegt ihr denn? Und ja, ich bin Naruto-Fan. Also, nicht wundern, wenn ich das mit Naruto vergleiche. Weil Naruto-Fan und so. Moment! Können wir es schaffen, auf den Steinen zu laufen? Aber nein, wir können es schaffen, rückwärts zu springen. Au! Wir sind ein Ninja, wir können auch rückwärts und seitwärts springen. Hui! I like it! Pfad der Erleuchtung. Dann werden wir uns doch mal erleuchten lassen. Immer umgucken. Es könnte in jeder Ecke was versteckt sein und ich möchte so viel wie möglich von diesem Spiel einfach aufsaugen und mitnehmen. Und erstmal haben wir wieder einen Kontrollpunkt, den wir natürlich liebend gerne aktivieren. Höhle der Erleuchtung. Oh, vorsichtig. Oh, nicht, da sehe ich was. Ja, genau. Lauf direkt die Wände entlang. Ah, wir sind so klein, süß und knuffelig, dass wir jetzt mal den Dicken nehmen. Wie sieht das irgendwie aus? Kann er auch anders? What the fuck? Also wenn so ein Typ auf einen zugelaufen kommt und dann an der Wand auch noch hochläuft, dann würde ich mir persönlich doch Gedanken machen. Weil, ja. Ne? Moment, kannst du auch balancieren? Uiuiui. Schwierig. Oh, es knarzt auch schon. Ach, schnell hier runter. Noch ein paar Sachen finden. Boah, der findet aber jede Menge. Der macht ja den ganzen Busch leer. Windröschen, diese besondere Blume ist in der Lage, Schreine zu aktivieren. Aha. Okay.
Da klingt ja schon etwas interessant. Ach ja, nur Hiro kann Kuchimagie wirken. Ja. Auf Hiro. So, zeig mal her. Wo fliegt er lang? Da fliegt er lang. Gut. Hinter Stein A verbirgt sich nichts. Moment mal. Verborgene Durchgänge werden hier markiert. Von den Leuchtkäfern. Und die Schmetterlinge sind da auch gerade reingeflogen, oder nicht? Nein, doch nicht. Doch, irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Suspekt. Suspekt. Speer von Ashida. Ach! So war das, genau. Man braucht diese Blumen, um diese Schreine zu aktivieren. Neuer Zauber gefunden, Seelenform. Ermöglicht Hiro kurz in die Seelendimension einzutauchen. Dort kann sein Geist von anderen Lebewesen Besitz ergreifen, um deren Verhalten zu beeinflussen. Und wie das Ganze aussieht, werden wir jetzt erfahren. Du hast den Zauber gefunden und freigeschaltet. Sehr gut. Der Ninja-Meister hatte recht. Du scheinst Talent zu haben. Klar. Mit diesem Zauber kann deine Seele länger in die Seelendimension eintauchen. Dort angekommen, kannst du in den Körper von Tieren und anderen Lebewesen schlüpfen und von diesen vorübergehend Besitz ergreifen. Der Seelenformzauber ist ein aktuell ausgewähltes Objekt. Drücke F, um den Zauber zu machen. Bewege Hiros Seele in den Hasen in seiner Nähe, um in dessen Körper zu schlüpfen. Ausgezeichnet, Hiro. In dieser kleineren Gestalt fällt es deinen Gegnern schwerer, dich zu finden. Außerdem haben Tiere ein sicheres Gespür, wenn es gilt, wertvolle Sammelobjekte wie Trankzutaten zu finden. Drücke erneut F, um den Zauber abzubrechen. Hm? Nö. Ich bin ein kleiner Hase. Ich hoppe durch die Gegend. Das ist viel schöner. Kann er auch angreifen? Wow! Das ist ein Angriff. Er ist Klopfer. Wow! Mega-Angriff! Klopfer-Attacke! Okay, gut gemacht. Raus. Du kannst jetzt von wilden Tieren Besitz ergreifen. Allein in unserem Dorf gibt es unzählige Spezies. Dein Training ist beendet. Rede jetzt an den Toren des Dorfes mit dem Meister. Ich kehre nun in den Tempel zurück. Besuch mich, wenn du etwas über die Zubereitung von Tränken erfahren möchtest. Tränke können wir also auch noch lernen. Das machen wir auch gleich. Aber erstmal möchte ich wissen, was fehlt uns denn noch alles? Eine Statue, 8 Gold oder 8, ne, Yen ist es nicht. Ich weiß, da gab es schon eine kleine Diskussion drunter. Yen ist das nicht, die hießen anders. Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf. Wir haben aber schon mal beide Schriftrollen gefunden und uns fehlen noch ein paar Pflanzen. Also werden wir uns darum kümmern. Das Loch zu finden, würde ich persönlich behaupten. Wo könnten denn hier zum Teufel noch irgendwo Statuen und sowas sein? Im Wasser? Oder auch Pflanzen oder so? Oder Fische? Was man ja versuchen könnte, wäre... Drück im Wasser 4, um deinen Hut als Boot zu benutzen. Das weiß ich doch schon. Das habe ich doch instant gemacht während des Fluges. Ja, mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und hier irgendwo... Ich weiß nämlich nicht, wo der Fluss hinführt. Ich weiß nur, dass er schon wieder sehr, sehr stark am Ziehen ist. Oh, oh. What? Nein, ihr lasst mich bitte in Ruhe. Danke. KI-Energie wird zum Wirken von Zauber gebraucht. Es gibt verschiedene Wege, Hiros KI-Energie zu erhöhen. Zum Beispiel mit Tränken und Meditation. Wie zum Teufel geht denn Meditation? Das haben wir doch auch noch nicht gelernt. So, aber ich glaube, hier haben wir soweit erstmal alles gesammelt, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja, es fühlt sich zumindest richtig an. Und das sieht ja eigentlich auch richtig aus. Ha. Achso, drück auf sein A und D, um nicht zu stürzen. Ja, balancieren muss man natürlich ebenfalls. Ab und an mal. Ich finde es einfach nur schön, wie er umspringt.
Aber wir können ja noch andere Tiere einnehmen, um noch mehr Sachen zu finden. Aha, ja. Ich hab Pläne für Hiro, ich hab Pläne. Aber erstmal möchte ich hier noch gucken, ob hier noch irgendwo was rumliegt. Nein, auf der Seite nicht. Dann gucken wir noch auf der anderen Seite zur Vorsicht. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Irgendwo sind hier bestimmt noch Pflanzen und sowas versteckt. Na, oder auch nicht. Abrollen kann er sich nicht, oder? Wir sind in der Seele vom Unterweg. Kann ich auch ein Schmetterling werden? Nein, ich kann kein Schmetterling werden. Schade. Schmetterling-Hero wäre irgendwie süß und knuffelig. Da waren wir schon. Hier haben wir auch soweit alles erkundet gehabt, wenn ich mich nicht irre, ja. Dann gehen wir zum Trankmeister erstmal. Aha, ich habe ein bisschen dazugelernt. Während des Fluges setze ich jetzt schon das Brot ein. Einfach nur aus Stylegründen. Ach, ist das schön. Da bist du ja. Ja, das habe ich schon alles erledigt soweit. Ich habe schon mit allen gesprochen. Aber warte mal. Könnte man die Äpfel nicht noch zum Sammeln benutzen? Nein. Wer zum Teufel hat erstmal noch ein bisschen was zum Lernen? Und wo ist zum Beispiel die letzte Statue, die mir noch fehlt? Ah, ich habe noch eine Pflanze gefunden. Einfach im Löwenzahn drinne stehen. Und das Ganze genießen. Mit der Musik. Herrlich. Herrlich. Ja, einige von euch haben sich auch so ein bisschen beschwert. Nee, warte mal, Missionen und so. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Das wird so ein, wirklich so ein Spiel, wo ich langsam vorgehe, wo ich einfach nicht durchrushe oder so, sondern wo ich alles aufsauge, wo ich es genieße, einfach kurz mitzunehmen und es einfach schön finde. Und ja, wer damit ein Problem hat, muss sich leider ein anderes, andere Videos davon suchen oder es selber spielen und das ist mein Weg. Das ist mein Ninja-Weg, den ich gehe. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, komm, wir reden nochmal mit dir, du hast ja schließlich Ausrufezeichen. Ich hoffe, du kannst dem Meister helfen, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich spüre, dass etwas nicht stimmt, aber ich kann nicht sagen, was es ist. Das kann ich leider auch nicht. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall hier noch ein bisschen was finden kann. Außerdem möchte ich gerne noch Tränke machen lernen. Das Problem an der Schose ist nur, ihr seht euch verdammt ähnlich alle miteinander. Aber, was mir auch gesagt wurde, ich soll immer bei Brücken gucken, weil da scheint sich auch immer mal was zu verbergen. Kawarimi no Jutsu. Was hast du für eine Special Attack? Aber du müsstest ja eigentlich... Nein. Okay, sobald wie man Wasser betritt, fliegt man aus der Seelenform heraus. Das ist ja auch schon mal gut zu wissen und auch interessant. Lass mich in Ruhe! Oh, wie süß! Oh Gott, wie süß! Ich bin eine kleine Katze. Miau. Ah, da ist nochmal Sushi! Warum auch immer wir hier wieder Sushi haben, ja. So, die Angel auswählen und... Wie war das nochmal? Genau, mit F. Haha. Sushi. Noch mehr Sushi. Weil Sushi Shomaru einfach lecker ist und gut tut. Und noch mehr.
Was ich wiederum interessant finde, ist, dass anscheinend dieses Sushi immer wieder kommt. Also hier die Fische. Oder zählen die ebenfalls zum Fortschritt mit dazu? Nein, sie zählen nicht zum Fortschritt mit dazu. Wo war denn nochmal die... Das Inventar? Nein, das ist das, was wir ausgewählt haben. Ja, 15 Sushi. Ich denke mal, das sollte vorerst reichen. Und zwei... Pfefferbomben. Und 24 Wurfsterne. Mit denen haben wir ja auch noch nicht wirklich viel gemacht. Seelenform bitte wieder. So, altehrwürdiger Meister. Obwohl ich Besucher schätze, musste mich nun verlassen, um einen meiner weisen Brüder im Tempel auf dem Hügel aufzusuchen. Ja, das haben wir doch schon erledigt. Okay, dann suchen wir nochmal den altehrwürdigen Bruder auf. Vielleicht hat der ja noch ein bisschen was für uns, was wir gebrauchen können. Ja, verdammt. Moment. Den Spell rausnehmen, die Schreinsuche, was sein? Nee. Welche Taste war das denn jetzt nochmal gewesen? Tastenbelegung. Aktionen. Ach, mit E können wir meditieren. So, das war das, was ich gesucht habe. Den Pfeil über den Kopf. Um zu wissen, wo ich auch lang muss. Mal umgucken. Nein, da ist nichts. So, wir sollen nach hier links. Dann machen wir das doch erstmal. Dreist, wie wir sind. Nein, du bringst uns nichts über Tränke bei. Zu dir möchte ich nicht, oder? Warte mal, was steht da? Geht zu den Toren des Dorfes? Nein, da möchte man noch nicht hin. Ich möchte erst noch was über Tränke lernen. Altehrwürdiger Meister, bitte bringe mir noch Sachen über den... Moment, warum hast du da nach links geguckt? Oder sah das nur so aus? Das könnte auch nur so ausgesehen haben. So, du wolltest uns noch was über Tränke beibringen, oder nicht? Ah, da bist du ja wieder. Wenn du dieses Dorf verlässt, stößt du in der Wildnis auf viele Tempel, die von meinem Volk bewacht werden. In diesen Tempeln können wir unser Wissen über die Kräuterkunde und die Alchemie mit dir teilen. Gegen einen kleinen Obolus, versteht sich. Ah, wir können lernen den starken Ginsetrank und den Heiltrank. Und wir haben für beides genug Geld. Das Rezept wurde der Rezeptsammlung in deinem Inventar hinzugefügt. Hast du die nötigen Zutaten, kannst du den Trank hier auch zubereiten. Und auch dieses Rezept wurde hinzugefügt. Moment, F2 Waffen. Ah, oh, wir können auch lernen, wie man Waffen herstellt. Dann möchte ich gerne die... Oh, so eine Rauchbombe würde ich ja nicht nein zu sagen, aber dafür haben wir gerade das Geld. Viel Glück, Ninja. Mögen deine Reisen fruchtbar sein? Ja doch, sie werden bestimmt fruchtbar sein. Wie könnten wir denn jetzt rein theoretisch hier was herstellen? Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Naja. Da muss ich mich noch reinfuchsen. Aber mir fehlen ja eh noch ein paar Sachen, die ich noch nicht gefunden habe. Aber wie wir die suchen und wie wir vielleicht auch beim nächsten Mal schon unseren ersten Trank oder unsere ersten Tränke herstellen oder vielleicht sogar unsere ersten Rauchbomben oder ähnliches Vergleichbares, Schönes, Tolles. Kann ich da nicht da oben drauf? Auf Menno. Ich brauche da eine coole Endsituation. Doch, ich brauche eine coole Endsituation. So. Seht ihr beim nächsten Mal. Ich bin Klopfer. Oder auch Hello 986. Wir spielen Mini Ninjas. Bis dann.